Herzlich willkommen beim Fotocafé. Wir haben jetzt hier den ersten Teil noch einmal nachgedreht, denn leider war diese Aufzeichnung sehr unscharf. Also wundert euch nicht, ich habe heute einen anderen Oberteil an bei der Begrüßung. Fotocafé vom 19.12.2023. Heute ein kleiner Rückblick auf die Aktivitäten der Wiener Fotoschule. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Es sind auch viele Gäste aus Deutschland und das heißt, unsere Community wird immer größer. In unserer Facebook-Gruppe spielt sich auch sehr viel ab und ich werde einmal die Facebook-Gruppe aufrufen und möchte ein paar Sachen dazu sagen. Es gibt ja die Facebook-Gruppe der Wiener Fotoschule und ich freue mich sehr, wenn ihr auch in die Gruppe reinpostet. Ihr könnt gerne auch Fragen stellen, wie hier zum Beispiel die Heidi. Und es gibt auch so Themen, Tage, Schwarz-Weiß-Dienstage und so weiter. Also fühlt euch einfach hier frei reinzuposten und ich freue mich sehr, je mehr wir da Traffic haben in der Gruppe, umso besser. Natürlich auch Fragen, wenn es zum Fotografieren, wenn es da irgendwo Probleme gibt. Und jetzt übergebe ich mal an den Oliver und es geht weiter zur regulären Sendung. Ich wiederhole nochmal herzlich willkommen von meiner Seite auch. Liebe deutsche Gäste, ich war jetzt lange bei euch unterwegs, weil ich hatte letzte Woche Fotoaufträge in Hamburg und ich habe diese berufliche Reise verbunden mit einer privaten Reise. Bin früher nach Hamburg losgestartet, habe mir dann Dänemark angesehen. Dazu gibt es heute eh noch ein paar Details dazu. Und wie dann mit den Aufträgen in Hamburg fertig war, habe ich mir noch diese Ostküste in Deutschland angesehen. Irrsinnig interessant, wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen. Also ich habe das Eck Kiel, Lübeck, Rostock und Warnemünde. Ja, also ich bin ganz begeistert von dieser Region, also landschaftlich ganz spannend. Also ich lebe ja in den Bergen und dort oben ist halt die Landschaft ganz anders. Fotografisch ganz spannend. Also ja, wird es eh heute noch ein paar Fotos sehen. Dann habe ich gesehen, der Max ist auch schon da. Wir haben nämlich eine Bildbesprechung vom ersten Fotowalk. Dann würde ich vielleicht den Max gleich einmal bitten, dass er seinen Bildschirm freigibt und einmal kurz erzählt, wo du unterwegs warst. Hallo in die Runde, könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich gut hören. Wunderbar, perfekt. Dann teile ich gerne mit euch den Bildschirm. Vorher gesagt, wir waren am 8. Dezember in Wien unterwegs zu einem Street Workshop. Thema die Lichter der Stadt. Wir waren 7 Leute, war ein sehr kalter Abend mit vielen Leuten, aber es war sehr, sehr cool, sehr herausfordernd und cool. Habe viel positives Feedback bekommen von den Leuten, die dabei waren und zeige euch jetzt gerne ein paar Bilder. Das Thema, das haben meine, also Leute, die mit mir schon unterwegs waren, können das sicher bestätigen. Workshops mit mir, es geht bei mir viel um Geschichten erzählen, viel um Herz und Bauch und Kopf. Vieles, was man vielleicht im Vorhinein gar nicht so gut erklären kann, wie es dann beim Workshop wirklich abläuft, weil die Leute, glaube ich, sehr gerne bei mir dann ein bisschen hängen bleiben und schauen, okay, was macht der Max jetzt da, was denkt er und wieso denkt er? Und das teile ich dann halt gerne bei meinen Workshops. Und unsere Aufgabe, die Aufgabenstellung war einfach an dem Tag gar nicht viel auf Architektur zu achten, gar nicht viel auf besondere Lichter, sondern einfach mit welchem Bild, welcher Moment erzeugt bei dir ein Gefühl und wie kann ich das fotografisch festhalten, dass es im besten Fall bei anderen Leuten auch ein Gefühl erweckt. Und das waren einerseits wieder als diese Foto, da war ein paar von der Brigitte dabei. Dieser Handschuh, der da drin hängt, ist, na klar, der war einfach vergessen und verloren von irgendeinem Kind und hat jemand da lustig draufgehängt, aber war in dieser Situation so surreal mit diesen Weihnachtslichtern. Und genau nach solchen Dingen haben wir Ausschau gehalten. Und es war spannend, weil wir am späten Nachmittag gestartet haben. Das heißt, wir hatten noch normales Licht, keine Sonne, also eher so dumpfes Licht, bis dann in den Abend hinein, in die Nacht. Ich werde eher so ein bisschen drüber skippen und ein bisschen erzählen, wo wir da gestanden sind, was die Aufgabe war und wieso ich das gut finde, das Bild. Das war zum Beispiel ein Spiegel. Das war so mein Ansatz. Also ich liebe Spiegelungen. Ich komme am Ende auch dann zu meinen Fotos, zeige ich dann noch ein paar. Also alles, was sich spiegelt, alles, wo man irgendwie eine verkehrte Welt erzeugen kann, mag ich gerne. Und wo Menschen sind, die ich beobachte und man denkt, okay, was denkt sich der da gerade am Christkindlmarkt? Ein Klassiker natürlich, die Weihnachtsbeleuchtung, die man überall schön einfangen kann, da überhaupt mit dem abgedunkelten Hintergrund, wo man sie einfach schön freigestellt hat. Was ich sehr spannend finde, da werdet ihr den Unterschied erkennen. Deswegen habe ich manche Bilder mit hineingenommen. Ich bin ein Mensch, der sehr
auf Dinge achte, die bei mir was erzeugen. Also ich renne so ein bisschen wie in einem Tunnel, in einem Film. Also ich habe in meinem Kopf so Musik laufen und bin da so ein bisschen lost und suche nach Dingen. Und finde es dann sehr spannend, dass jeder auf andere Dinge achtet. Die Brigitte hat da zum Beispiel diesen kleinen Bären, der irgendwie deckt, der irgendwo gehängt ist, weil ihn auch irgendwie verloren hat oder so. Und das finde ich sehr spannend bei so Fotowalks, wenn man wirklich ein komplett anderes Portfolio am Ende von jedem Fotografen bekommt. Also selbst wenn man sagt, okay, das ist jetzt unsere Ecke, die fotografieren wir, findet jeder da irgendwas anderes. Dann war natürlich die Aufgabe, Menschen in einer Geschichte zu erwischen oder eine, die eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, das war auch die größte Herausforderung für die meisten Teilnehmer. Es waren viele Leute unterwegs. Natürlich, wir waren am Heldenplatz, wir waren am Graben, das waren massig Leute am Feiertag. Und da dann nicht überwältigt zu sein von dieser Masse an Geschichten, die irgendwie passieren rund um mich, das war so ein bisschen die Herausforderung, und das herauszufiltern. Und ja, ich finde, dass die Teilnehmer aber super, super, super gelöst haben. Die Dame zum Beispiel hat fast schon wie posiert in der Mitte der Straße. Die Kutschen sind links und rechts vorbeigefahren von ihr. Und sie ist da, glaube ich, 10 Minuten gestanden in der Mitte und hat mit ihrem Handy Fotos gemacht. Also der Teilnehmer Harald hat ja gemeint, dass ich die sicher engagiert habe schon für uns. Die schaut da sehr konzentriert aus, gell? Ja, sie war Richtig wirklich die konzentriert. ganze Zeit. Und die Kutschen sind sehr knapp an ihr vorbeigefahren. Also sie war da wirklich sehr, selbst wie die Polizei vorbeigefahren ist, war sie. Sie ist mitten auf der Straße stehen geblieben. Ich finde das spannend. Jeder hat da halt etwas anderes entdeckt und hat sich gedacht, die haben, glaube ich, auch Fotos gecheckt von ihnen selber. Und dann waren wir wieder im Graben, haben ja die Lichter der Stadt eingefangen. Das war so ein bisschen das Thema. Diese Weihnachtsstimmung, wie kann ich sie dokumentieren und wie kann ich sie einfangen? Zeigt so ein bisschen diese verschiedenen Momente, dass man so ein bisschen diesen Unterschied auch erkennt, wer jetzt auf was spannend gefunden hat und wer für wen was gesagt hat. Wäre spannend, jetzt da sogar den Fotografen zu hören und zu denken, okay, was war denn sein Gefühl? Ich finde, das ist immer auch ein bisschen spannend. Der Maroni-Bretter natürlich. Sowas ist immer spannend. Porträts von interessanten Menschen. Das war auch so ein bisschen, was ich Ihnen mitgeben habe. Auch wie man damit umgeht. Also ob man jetzt jemanden fragt, wenn man es merkt und was er versteckt macht. Natürlich ein bisschen Typsache. Ich bin immer der Fan davon, das ein bisschen vorher abzuklären. Jetzt auch nicht so ganz plump, weil wenn ich, glaube ich, ich finde, wenn ich vorher zu jemandem hingehe und sage, darf ich bitte ein Foto von dir machen, kriege ich kein natürlich authentisches Foto mehr, sondern so ein typisches. Ich grinse in die Kamerafoto, das heißt, meistens mache ich dann vorher ein Foto und plaudere dann kurz nachher mit ihnen und sage, da schau, ich habe das Foto gemacht, ich hoffe, das ist okay für dich. Bei Sie, der Rupert, hat wieder einen ganz anderen Stil, da geht es schon, das mag ich sehr gerne, also dieses, ich versuche auch mit meinen Bildern irgendwas hineinzupacken, irgendwas einzuframen, und da ist auch, also er hat da einige Bilder, die wirklich den Betrachter direkt auf die zwei Menschen da in der Mitte ziehen. Ich glaube, er war vorher schon ein bisschen beim Westlicht unterwegs, ja, auf dem Simsternbräu, die Dame mit dem Besen, also das sind so wirklich klassische, für mich sehr schöne Streetaufnahmen. Man sieht auch, was ich finde, ich persönlich wichtig finde, wenn ich so ein Haus habe mit vielen Linien, dann möchte ich das relativ gerad haben als Betrachter. Also bin ich dann irgendwie ein bisschen pingelig und finde ich das super gelöst, weil es sind die Linien, die gerad sein sollen, sind gerad für mich. Und da mal wieder das Beispiel an dieser Karte, das wäre wieder was, wo ich vorbeigehe, weil ich halt nicht auf dieses Detail achte. Rupert hat aber auch diesen Blick gehabt für diese kleinen, witzigen Details. Finde ich super, wenn man so ein bisschen diese Stadtmomente und ein bisschen diese Komik oder diese Einzigartigkeit einer Stadt einfangen kann. Und das war auch so ein bisschen der Ansatz, den ich den Leuten mitgegeben habe. Wir gehen jetzt durch die Stadt, egal wie oft wir schon in Wien waren, und fühlen uns ein bisschen, als ob wir das erste Mal da wären. Versuchen auf Dinge zu achten, auf die wir vorher noch nicht geachtet haben. Weil ich finde, das kann jeder von uns mal machen. Vielleicht auch nur eine Brennweite einstecken und sagen, hey, heute gehe ich mit 28 mm durch die Stadt und tue so, als wenn ich noch nie da gewesen wäre. Und achte mal auf Dinge, die ich noch nie geachtet habe. Weil das kann selbst seinen Kopf so schärfen und seine Sinne, weil man dann wieder auf Dinge aufmerksam wird und man denkt, ja, aber das war doch früher nicht da. Das gibt es ja nicht. Da bin ich nicht schon 100 Mal vorbeigegangen an dem Ding jetzt. Da. Man sieht, wir waren an den gleichen Szenen, da eine Wasserlacke. Also ich bin, wie gesagt, ein Fan. Es muss dann irgendwie zusammenpassen, diese Spiegelung und was dann in der Spiegelung passiert. Also für mich hat die Dame halt das sehr nachdenklich gewirkt. Also das ist, glaube ich, für jeden. Wenn jemand glücklich ist, wird er was Glückliches sehen. Wenn er was traurig ist, wird er was Trauriges sehen. Ob sie auf jemanden wartet, den sie liebt oder jemanden vermisst, keine Ahnung. Das ist, finde ich, das Schöne an der Fotografie, dass man das so ein bisschen hineininterpretieren kann. Ich sage, Spiegelungen sind super. Ich muss mal schauen, vielleicht teile ich das nachher nochmal mit euch. Es gibt ja ein Behind-the-Scenes-Foto. Die Flagge war sehr klein, sehr lang und die Leute mussten sehr weit in die Knie. Ich glaube, Harald hat ein ziemlich nasses Knie dann, weil er es wirklich halb in der Lacke drin hängt, um das ein bisschen zu schaffen, dass sich das ausgeht. Aber meistens ist es wert, dass man da versucht, auch einmal tiefer zu gehen und noch mal näher an die Lacke und zu schauen, was da rausschaut dabei.
Ich mag sowas, so eine Hektik. Ich mag das dann gern, diesen Moment einzufangen mit Radfahrern. Wir haben schon Kutsche auch probiert, die waren dann für Mitzieher doch zu langsam. Wir haben die Challenge gehabt, das hat keiner so richtig hinbekommen. Aber mit Radfahrern, die unterwegs sind, geht das natürlich super. Oder auch da diese Dynamik. Wir hatten Stativ mit und haben dann so ein bisschen versucht, diese Dynamik einzufangen. Und wenn dann jemand mittendrin still steht, ist das halt so ein spannendes Bild. Sowas sind halt meine Favorites, irgendwo, wo ich ein Licht und Schatten, hell und dunkel sehe und dann noch irgendwas, was das Bild für mich in einen Rahmen setzt. Also es ist wie wenn der Mann auf einer Leinwand gefesselt wäre, aber in Wirklichkeit war das halt eine Schaufenster, was ziemlich stark beleuchtet war. Und dann war es auch so, dass wir dann halt dort schon 5, 6 Minuten gestanden sind und mal gewartet haben, bis halt jemand mal ein bisschen alleine durchgeht und sich das gut ausgeht. Den Mann haben wir, glaube ich, auch alle wahrscheinlich 100 Mal fotografiert. Der ist da sehr lang gestanden und hat geraucht und sich's gut gehen lassen und war ein gutes Fotomodel für uns. Und das so als Abschluss, da waren wir dann, ja, ich glaube, man merkt das, worauf ich hinaus will. Es ist bei mir immer viel drumherum, aber ich versuche, meinen Blick auf eine Sache zu konzentrieren, auf ein Ding, wo der Betrachter draufgeht und sagt, okay, die zwei, die sich da, was essen die gerade für ein Würstel? Ich glaube, ein Käsekreiner, hoffentlich. Ob es ein goldener Käsekreiner ist, wir wissen es nicht. Und ja, das ist das. Also wenn jemand mal Lust hat, mit mir was zu machen, ihr werdet genau diesen Ansatz merken. Ich rede, wenn man mich fragt, erzähle ich euch gerne über Blende, über Verschlusszeiten, über ISO-Einstellungen, sehr gerne. Bin aber wahrscheinlich der euch viel mitgibt in die Richtung, wofür schlagt euer Herz, wofür schlagt euer Bauch, was sagt euer Bauch jetzt, was findest du an der Szene gerade schön? Zerdenk's nicht mit Gedanken, wie welche Blende muss ich jetzt nehmen, ist Blende 8 oder was ist dann verschwommen, sondern was findest du schön an dem Foto und versuch so für dich festzuhalten, dass es am nächsten rankommt. Und das vielleicht auch noch kurz zum Thema KI. Passt da genauso hinein, weil ich finde auch dann ein Foto dann noch zu bearbeiten, weil mir jetzt zum Beispiel, ich glaube bei dem Foto zum Beispiel, stand da ein Mann auf der rechten Seite hinein. Das, der stand so ein bisschen ins Glas hinein und hat für mich die zwei, die da für mich allein sein sollten, gestört. Und dann finde ich es für mich auch okay, dass ich den rausnehme, weil ich sage, ich nehme keinen Wettbewerb teil und auch wenn, dann wäre das, keine Ahnung, 5% Bildbearbeitung gewesen von dem ganzen Bild. Aber für mich, ich habe das Bild genauso gespürt. Also ich meine, mein Blick wanderte und blieb genau bei den beiden hängen. Und dann ist es okay, finde ich, dass man das Bild dann so hinbiegt, unter Anführungszeichen, dass es dem entspricht, was du im Kopf gehabt hast und was du im Nachhinein gefühlt hast. Ja, die Dame alleine, wartend und gehend. Ja, das war so ein kurzer Einblick in den Street Workshop, den wir gehabt haben. Wir haben im März einen in Salzburg. Der wird sicher auch sehr spannend, weil Salzburg auch eine super Stadt ist mit super vielen Ecken und sehr spannenden Menschen. Und ja, den Rest findet man natürlich eh auf der Wiener Fotoschule-Seite. Und ja, ich freue mich auf jeden, der mich da jetzt kennengelernt hat und den ich mal in echt kennenlernen darf. Dass der Maxel in Zukunft eben mehr bei uns machen wird. Wir haben ja einiges noch vor, wir sind jetzt gerade so am Sehr gerne. Planen. Und weil gerade der Ansatz wirklich sehr, sehr schön ist und man dann etwa halt verschiedene Sachen probieren kann. Ich glaube, man profitiert halt sehr, sehr viel, wenn man mit dir dann praktisch unterwegs ist. Ich sage einmal vielen Dank, dass du auch dabei bist. Ich freue Und mich. Macht Spaß ja, mit wir euch. freuen uns auch schon total aufs nächste Jahr und es wird sicher einiges an neuen, interessanten Workshops wieder geben. Genau. Ja, mal vielen Dank fürs Einschicken an die Brigitte und an den Rupert. Ja, die Brigitte hat ja auch vor einiger Zeit sehr intensiv zu fotografieren begonnen und jetzt auch ganz, ganz eine tolle Performance hingelegt. Das ist ja sehr, sehr erfreulich. Jetzt haben wir gerade nur eine Frage. Ja, ich sehe es auch gerade, ja. Kamera-Objektiv-Kombi, was hast du bei dem Fahrradmitzieher benutzt? Ich glaube, es war die R5, also Canon R5 und ein Die Verschlusszeit 50 mm Objektiv. war interessant, wahrscheinlich Ja, bei dem ein Mitzieher, pass auf, ich habe es gerade offen, das ist 30. spannend, oder da so war es oder hell, 15. ja, sogar. ein Dreizehntel, ja, was? Ja. Bei Blende 16, weil ich habe keinen ND-Filter mit gehabt, das heißt, ich habe Ja. stark abblendet, da Wir war es müssen noch immer darauf hell. aufpassen, wenn das Motiv sehr, sehr langsam ist, dann ist der Mitzieher schwierig. Also wenn es ein bisschen Genau. schneller ist, geht es leichter. Und tendenziell einfach die Verschlusszeit ein bisschen kürzer, dann wird zwar der Effekt nicht ganz so gut, aber dafür kriegt man ein Foto, das man nur anschauen kann. Also wenn man nicht geschult ist, dann habe ich mit der langen Verschlusszeit eigentlich nur Unschärfe, Ja, das unkontrollierte, stimmt, gell? ja, das stimmt, Ja. das stimmt. Ja, du Max, danke. Ich Dann sag werden wir danke. dir mal wegbeamen Aber ich und bin noch da, falls euch das mal genau, einfällt. Im super, Chat ja, sehr, lese sehr, mit. sehr, sehr cool. Ich werde jetzt einmal ein paar von den Fotos zeigen, die ihr eingeschickt habt. Da haben wir auch ein paar ganz, ganz schöne Sachen dabei und werde einmal meinen Bildschirm freigeben. Und jetzt seht ihr nämlich die Oberfläche von dem Pic Drop. Die sind jetzt so in keiner Reihenfolge.
Und das erste Bild war schwer zu erkennen: Mohnblüte im Waldviertel, heuer im Sommer, ganz, ganz toller Kurs. Dann Fotowochenende in Hinterstoder am Schiederweiher, Vordergrund macht Bild gesund. Schönes Making-of-Bild, da sitzen wir. Also, wenn es einmal kurz nicht regnet, in bester Pose bei Langzeitbelichtung. Das war eine ganz, ganz tolle Location. Da gibt es haben wir wirklich coole Fotos gemacht. Ja, und dann noch einmal der Blick: es hat permanent geregnet. Es war wirklich die Challenge an dem Fotowochenende. Es war dieses berühmte Wetter, Badewanne über uns. Aber man sieht auch hier die Wolken sehr, sehr dramatisch. Also, das macht eine gute Stimmung. Das Foto ist beim Makrokurs entstanden im Digital Store. Das war im November. Und da haben wir eben alle möglichen Dinge und Unmöglichen ausprobiert. Schöne Nahaufnahme. Ganz, ganz tolles Bild. Mehrfachbelichtung. Ist der Fotograf heute da? Da könnt ihr ein bisschen was dazu sagen. Ich bin mir nicht sicher, wer das war. Und zwar, das ist nämlich in der Glasbläserei in Alt-Nagelberg in dem Garten draußen mit wunderbaren Motiven. Und ich finde, das ist ganz, ganz großartig umgesetzt. Ja, das war ich, Christina Bernberger. Ja, die Christine war das. Das habe ich mir schon Ja. was gedacht, Christine. Das ist großartig. Ja, danke. Ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen. Ich Ja, meine, das war. sind so entzückende Gnome da auf dem Ja, und Stein. das war Mehrfachbelichtung in der Kamera, Ja, nehme ich an, oder? genau, direkt in der Ja, ist Kamera. sehr Genau. gelungen. Also, es ist ja gar nicht so einfach. Und das Motiv lädt natürlich auch ein zu so einer Genau. Vorgangsweise. Genau, weil das andere, ich meine, ist hübsch, aber fad. Genau, das genauso kann man es auf den Punkt Ja, bringen. und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die fangen an zum Tanzen. Genau, den Eindruck hat man eigentlich, ja, das stimmt. Ja, that's it. Fein. Das war ein Fotowochenende in Heiligenblut. Mein Blick auf die Pasterze, die ja leider sehr schon sehr kümmerlich ist. Aus der Serie vom Digital Store. Das ist beim Karneval in Funchal. Das Samba-Umzug bei der Fotoreise Madeira. Also ganz, ganz tolle Sache. Und was mir einfach so gut gefällt, ist auch diese inklusive Haltung der Madeirenser. Also da machen einfach wirklich alle mit. Und das hat das Ganze eigentlich nur unterstrichen, sozusagen diese tolle Stimmung in Madeira. Der Max hat im Chat noch geschrieben, was er für Objektive mitnimmt, wenn er in den Straßen unterwegs ist. Ja, sehr gut. Also er nimmt mit der 28er, der 35er und der 50 mm lichtstarke Festbrennweiten. Also er hat das 50 mm mit 1 zu 1,2, 35, 1,4 und 28, 1,4, was ich so weiß. Das war der erste Kurs, den die Erika Meier gemacht hat im März. Unser Frauenfotokurs, wo da an diesem Thema bleiben wir auch dran. Das wird es heuer wieder geben. War so die Idee, eine Safe Spaces zu haben, wo man einfach in aller Ruhe fotografieren kann. Und das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden. Es sind irrsinnig tolle Fotos entstanden. Und da gibt es heuer dann einen Kurs ich glaube im Februar und dann im April. Das einfach mal auf der Homepage nachschauen und dann noch so eine kleine Impression. Also war sehr, sehr angenehme Umgebung, ist mir berichtet worden. Und Erik hat das ganz, ganz toll gemacht und das haben sie auch alle sehr, sehr wohl gefühlt. Und ich denke, das war sozusagen auch unsere Intention und einfach auch hier sehr viel fotografieren, sehr viel praktisch arbeiten. Und jede hatte anschließend dann auch wirklich ein tolles Foto nach diesem Kurstag. Es gab dann eine ganz, ganz andere Premiere. Ich war voriges Jahr eingeladen, einen Fotokurs bei den Wiener Imkern zu machen. Und das war eigentlich eine coole Geschichte. Ich habe also mit 12 Imkern einen ganzen Tag lang fotografiert und wir haben also Details gemacht. Wir haben ja wirklich alles Mögliche und Unmögliche fotografiert. Das war ganz, ganz ein toller Einstieg. Da gibt es nächstes Jahr wieder einen Kurs. Die Imkerschule ist ja in Wien, in der Nähe vom Donauturm. Die liegt auch fantastisch. Also das war für mich auch also eine ganz, ganz eine interessante Erfahrung. Und dann Ende April war dann die erste, also war eine Fotoreise in die Bretagne. Das war das erste Mal, dass ich jetzt mit einer Gruppe in der Bretagne war. Ich war vorher schon dort, aber jetzt erst einmal im Rahmen von einer Fotoreise und es war extrem tolles Wetter. Es war zwar sehr kühl, aber wir haben coole Fotos machen können und sozusagen eh diese ganzen klassischen Sachen, diese
diese mittelalterlichen Städte. Es hat alles geblüht um diese Zeit. Und natürlich, die Küste ist auch sehr, sehr bekannt für die Leuchttürme. Es gibt dort Leuchttürme ohne Ende. Und da kann man natürlich blaue Stunde fotografieren, Sonnenuntergang. Also da waren wir ganz, ganz viel unterwegs und haben da wirklich richtig, richtig viel gemacht. Wir haben dreimal Quartier gewechselt, also waren dann eigentlich immer länger auf dem Platz, damit man einfach gute Chancen hat zum Fotografieren haben. Und uns ist dann sehr wichtig, dass wir dann auch die Plätze so wählen, dass wir diese berühmten Orte wie hier an der Küste auch zu Fuß erreichen können. Also dieser schöne Fotoplatz war, glaube ich, 10 Minuten oder 15 Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt. Das heißt, da waren wir dann mehrmals dort. Also das ist immer so die Intention bei den Fotoreisen, dass man wirklich dann auch guten Ausgangspunkt hat, wo man dann auch möglichst schnell zu den schönsten Locations kommt. Ich war das erste Mal mit einer Gruppe in Hinterstoder. Das haben wir vorher schon kurz erwähnt. Einfach Regen ohne Ende, aber wir haben trotzdem dann ein bisschen was zusammengebracht. Langzeitbelichtungen, fließendes Wasser, auch ganz, ganz toll. Werden wir nächstes Jahr nicht anbieten, es geht sich zeitmäßig nicht aus, wird es aber wieder geben. So ein Evergreen ist die dritte Mandu, die war ja jetzt mehrere Jahre geschlossen. Da wird es heuer oder da wird es 2024 ein großes Projekt geben, das werde ich dann im Februar vorstellen. Es ist jetzt der eine dritte Mandu ausgeschieden, aber da wird ausgeschrieben, es wird das eine oder andere noch kommen. Eines der absoluten Highlights ist immer das Fotowochenende in Heiligenblut im Nationalpark Hohe Tauern. Die Murmeltiere auf der Franz-Josefs-Höhe, wer das noch nie erlebt hat, einfach mal hier hautnah bei den Murmeltieren zu sein, ist ein großartiges Erlebnis. Wir hatten 2 Tage perfektes Wetter und 2 Tage war es nicht so toll, aber wir haben den Großglockner gesehen, was ja nicht selbstverständlich ist. Also ich war schon oben, wo man den nicht gesehen hat, 4 Tage. Und es war einfach perfekt von der Stimmung. Wirklich ganz, ganz toll. Da hier der Toni, unser Schmied, der die Esse anwirft im Goldgräberdorf in Heiligenblut, hier am Sandersee, wo man rauf sieht zum Glockner. Rechts oben sieht man dann die Swarovski-Warte, die Franz-Josefs-Höhe. Also das ist einfach eine irrsinnig tolle Gegend und natürlich auch mit wahnsinnigen Fotomotiven. Wenn sich hier der Großglockner im Sandersee spiegelt, mal mit dem Spiegelungssand. Eines unserer absoluten Highlights ist das Waldviertel, wo man heuer auch, wo es hat sogar 3 Termine gegeben. Also Waldviertel ist einer der schönsten Fotoplätze in Österreich mit den Mohnfeldern, die da sozusagen ohne Ende vorhanden sind. Und gerade im Juli die Hochblüte. Aber auch so wie der Höllfall mit den Spiegelungen. Das ist einfach eine ganz, ganz reizvolle Fotomotive. Und natürlich auch nicht zu vergessen dann die Blockheide mit den riesigen Steinformationen. Also ganz, ganz vielfältige Gegend, eigentlich auch das Waldviertel. Und ist ja nicht so bekannt bei uns. Und wie gesagt, Mohnblüten wirklich in aller Ausprägung und aller Art. Die Glasbläserei in Alt-Nagelberg bei einem Andreas Apfeltaler. Hier haben wir auch eine tolle Führung gehabt, die auch fix im Programm ist. Eine Dreier-Serie von der Maria, die da tolle Sachen gemacht hat, die auch immer wieder mitfährt. Und der Peter hat dann auch ein paar Fotos geschickt, also wir haben da so ganz verschiedene. Ich habe jetzt versucht, einfach verschiedene Fotos auszuwählen, damit man ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie vielfältig das zugeht. Der Peter ist eh da. Peter, du hast den Hintergrund relativ hell belichtet, wahrscheinlich damit es einfach so pastellartig ausschaut. Ja, das ist, glaube ich, mit 3 oder 4 Blenden überbelichtet, habe ich das. Ja, finde ich interessanter Ansatz, einmal ganz was anderes und macht da gar nichts. Finde ich, schaut richtig cool aus, schaut fast ein bisschen aus wie gemalt. Ja, sogenannte High-Key-Aufnahme, wie man Ja. so schön sagt unter Fotografen. Ja, natürlich Spiegelungen, also das war ganz, ganz toll. Also das ist dort so schön, weil das Wasser ist sehr eisenhältig, hat dann noch teilweise so rot-orange Farbanteile. Und das ist also beim Höllfall einfach das Tolle, wenn man um Haupt, also die meisten Fotografen bleiben unten stehen, wenn man aber noch weiter rauf geht, hat man oben dann tolle Möglichkeiten. Die Simone hat sich bei uns dann beworben. Ein ganz ein tolles Model, eine junge Frau, die jetzt da, die ist international sehr viel unterwegs ist, haben wir dann auch im Sommer einen Kurs gehabt. Mit der Simone werden wir auch wahrscheinlich
2024 wieder das eine oder andere anbieten, weil das war eine sehr, sehr positive und tolle Erscheinung. Die hat einfach mal geschrieben, du, ich würde bei euch gerne mal modeln und so weiter. Und das war dann eigentlich sehr, sehr unkompliziert und ganz, ganz toll. Der Wolfgang hat hier auch noch eine lässige Montage gemacht, der Wolfgang Hanisch. Also, wie gesagt, wir haben wirklich so viele Fotografen, die einfach großartige Dinge machen. Und ihr gehört es natürlich auch vor den Vorhang. So ein Highlight ist auch der Fotowalk in der Burg Wiener Neustadt auf der Militärakademie. Da gibt es ja eine riesige Kirche, eine ganz prächtige. Und das Interessante ist, zum Abschluss dann, und das ist ein tolles, finde ich, Making-of-Bild, sind wir dann gegenüber von der Burg und haben dann die Möglichkeit, von dieser Terrasse aus Blaue Stunde zu fotografieren auf der Burg. Das heißt, wir hüpfen dann einfach rüber und schauen rüber, und das ist dann der Blitz, quasi der Blick zur Militärakademie. Also das ist so das absolute Highlight an dem Ganzen. Und wir haben jetzt immer ein großes Glück mit dem Wetter gehabt. Das war der mal jetzt mal super gepasst. Das ist immer sozusagen ein toller Abschluss von der Milag. Und jetzt noch ein Schwarz-Weiß-Bild hat mir der Sigi geschickt, der Sigi Lindenmeier, der das in Infrarot umgearbeitet hat. Also auch mal ganz eine andere Sichtweise. Und im Herbst ging es dann weiter nach Südtirol. Das war eines meiner absolute Lieblingsdestination. Praxer Wildsee, um diese Jahreszeit sind schon weniger Besucher, immer noch genug, aber man kann da gut fotografieren. Und das waren traumhafte Bedingungen, also ganz, ganz toll. Wir nutzen noch Möglichkeit, also einfach einmal so eine Seilbahn, um irgendwo raufzukommen. Also das heißt, die Tour ist eben so ausgelegt, dass da auch jeder mit kann. Und das ist alles Tolle in Südtirol, wenn man wirklich richtig ins Hochgebirge kommt. Und natürlich dann diese Eseln auf der Sečeda war großartig. Also das war ein sehr, sehr rundes Paket. Und da sieht man, wir sind raufgefahren zum Heiligen Kreuzkofel. Von dort hat man dann auch einen wunderschönen Blick runter auf Alta Badia, wo das Skirennen gerade jetzt vor ein paar Tagen war. Und man sieht also Sella-Gruppe, Marmolata, also man sieht das komplette Panorama in Südtirol. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte, wer da noch nicht dabei war. Und dann ging es schon weiter in die Sölktäler. Die Sölktäler, das ist also quasi in der Steiermark. Hier einfach im Herbst ganz, ganz wenig Leute unterwegs. Ideal zum Fotografieren. Also man hat jetzt keine großen Anstiege. Also man ist in relativ kurzer Zeit irgendwo vor Ort und kann dort so richtig, richtig tolle Fotos auch machen. Wir haben dann in der Nähe von Stein, das ist ein Stückchen heraus an der Enzalbundesstraße, ist der Grimming im Hintergrund, ein irrsinniger tollen Sonnenuntergang gehabt. Und das war einfach eine Bombenstimmung, und hatten auch die Möglichkeit, das Stift Admont zu besuchen, haben im Stift Admont auch fotografiert, waren in der Bibliothek. Also das war eines der absoluten Highlights auch dieser Fotowochenenden. Und in der Kirche natürlich, noch einmal zum Abschluss hier, Blick Richtung Großen Knallstein. Das ist also eine wunderschöne Gegend. Und obwohl es Ende Oktober war, hat es noch ganz viele Makromotive auch gegeben. Kleine Pilze, die Laubverfärbung hat schon eingesetzt. Also richtig, richtig cool. Und da geht es im Jänner auch zum Schneeschuhwandern in diese Region. Und dann haben hier auch noch einmal Blaue Stunde mitgenommen. Jeder, der mich erkennt, weiß ja, Blaue Stunde ist uns das absolute Highlight. Der Volker hat uns da noch so ein ganz, ganz ein tolles Bild gesandt, die ich da jetzt noch gern einbaut habe. Michaela, ich hätte die Fotos von dir schon reingezogen, weil wenn du vielleicht einmal kurz ein paar Worte nur sagst, du fotografierst ja noch nicht so lange, gell? Du hast ja da erst vor Seit Anfang des Jahres. seit Anfang des Jahres. Aber dann bist du gleich richtig, richtig losgestartet, gell? Ja, das kann man so sagen. Du hast uns dann, ich kann mich noch erinnern, wir haben nur telefoniert, du hast uns dann wie gefunden, wie bist du dann auf die Madeira-Reise gekommen? Ja, also ich hatte mal die Nase von der Arbeit so richtig voll und wollte eigentlich nur weg und etwas anderes machen. Und ich hatte mir zu Weihnachten die Kamera gekauft, weil ich damit eben anfangen wollte. Und dann bin ich irgendwie über die Canon-Seite letztendlich auf euch gestoßen und ich wollte auch mal gerne nach Madeira. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal. Das kann doch eigentlich nur gut werden. Und das war es dann ja auch. Ja, und dann werden wir gleich mal aufs nächste Bild gehen, weil das ist ja ganz, ganz stark. Das war ja an dem Tag so interessant mit den Stimmungen, also mit dieser Nebel und Sonne. Also das schaut ja so spacig aus, wie wenn da jetzt irgendwie gerade einmal ein Raumschiff landen würde. Hat man so den Eindruck, gell?
Ja, das finde ich wirklich auch witzig, weil man eben sieht, wie jeder anders guckt, jeder steht in eine andere Richtung und ja, ist wirklich ein witziges Bild, finde ich. Das war am Fischmarkt. Genau, das war am Fischmarkt und mich hatten diese Hände fasziniert und dass der dann natürlich noch in diese Fischkiste reingreift, das war natürlich sensationell, ja. Das ist jetzt eine interessante Perspektive vom Karneval. Ja, also es gab ja alle möglichen Fotoperspektiven, aber ich fand das mega. Diese Schuhe fand ich mega. Und dann haben wir die Porträt-Session gehabt, der Kinder des Artistas mit der Vanya, das war ja ganz, ganz toll. Und das dann auch Vordergrund macht, bildgesund sozusagen, war so auch. Ja, das ist natürlich nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern du hast mir dann mal gesagt, mach das mal so und so und das ist das Ergebnis und das ist ja auch ganz interessant geworden. Naja, und vor allem, du kannst es ja weiterentwickeln. Aber das ist ja, man muss ja mal so ein bisschen eine Idee haben, wie das gehen könnte, denke ich mal. Genau, da hattest du uns ja losgeschickt Ja. und war das Thema eben auch Menschen zu fotografieren und ja, und die. Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Ich habe sie auch vorher gefragt, ob ich sie fotografieren dürfe und ja, durfte ich dann ja. Da werden wir einige dieser Fotos werden wir ausdrucken und werden wir dann im Mai übergeben. Und die werden wir dann mitnehmen und werden wir dann oben übergeben, weil ich finde, es ist so sensationell und die Leute sind so nett. Also da Ja. war sowieso diese Force und unsere Damen Force. Also ich habe sie ja alle dann alle angesprochen und auch vor allem die Helga, ich habe sie so tolle Porträts gemacht. Und das war ja wirklich großartig, wie ihr dann da rangegangen seid und da mit den Leuten gesprochen habt. Also das war ja, finde ich, eine sehr entspannte Atmosphäre und das haben sie alle eigentlich alle sehr wohl gefühlt, gell? Ja, das war wirklich schön. Ja, und dann hast du nur ein Porträt vom Gerald. Einfach ein tolles, schönes Schwarz-Weiß-Porträt. Ja, also ich habe auch angefangen, jetzt das ein und andere in Schwarz-Weiß zu fotografieren und finde das auch total schön. Nicht alles braucht tatsächlich Farbe. Ja. Und da gibt es bestimmt auch noch ganz viel zu entdecken. Ja, fein. Fein, fein. Und das heißt, wie schaut es jetzt mit deinen nächsten fotografischen Projekten aus? Wie geht es bei dir jetzt weiter? Ich habe jetzt erstmal das Projekt Firma hier mehr oder weniger beendet und Ja. freue mich auf alle Fälle auf mehr Zeit. Und ich habe ja auch zwischendurch immer weiter fotografiert. Für mich war das ja quasi der Auftakt. Und das war für mich halt super schön, weil ich so viele verschiedene Fotografen ja auch kennengelernt habe auf dieser Reise. Und was ich immer faszinierend fand, war, wenn wir an irgendeinem Punkt waren, dass da irgendwie, weiß ich was, 12 Leute haben fotografiert und es gab komplett 12 unterschiedliche Ergebnisse. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist Und wirklich, das ist jeder hat erstaunlich. da auch so sein eigenes Steckenpferd. Der eine mag Blumen, der andere mag die Architektur, der dritte die Landschaftsfotografie. Ich habe mich noch nicht so wirklich entschieden. Ich mag eigentlich alles und ganz viel und ich fotografiere alles, was mir vor die Kamera kommt. Und wenn mir hier manchmal die Decke auf den Kopf fällt, wir haben es ja nicht so weit bis zur Nordsee. Es wurde ja schon berichtet, wie schön das da oben ist in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Das ist auch nicht so weit von uns. Am Nordsee mit dem Wattenmeer sind ungefähr 1 Stunde Autofahrt hier von Bremen. Und das kann man auch schon mal sagen, so, ich fahre da einfach mal hin. Und das ist auch eine faszinierende Landschaft. Und habe ich auch schon schöne viele Fotos jetzt gemacht. Heute habe ich auch schon wieder so viele Anregungen bekommen, dass ich sofort wieder losstiefeln könnte. Und ich freue mich aufs neue Jahr und ich denke, ich werde bei der einen oder anderen Veranstaltung jetzt auch dabei sein können. Ich finde es natürlich super, wenn die Sachen auch online laufen, weil es mir die Möglichkeit gibt, dann eben teilzunehmen. Ja, also ich freue mich auf all das, was ich da noch entdecken kann. Und ich glaube, das ist noch eine ganze Menge. Ja, also vielen Dank, Michaela, und ich freue mich auch schon sehr. Wir sehen uns dann auch spätestens in Island, weil du bist ja in Island dabei. Und wir werden diese Online-Schiene auf alle Fälle natürlich so beibehalten und das eine oder andere machen. Also das ist natürlich auch sehr in unserem Sinne und uns freut es auch sehr, dass die Community so toll am Wachsen ist und da dabei ist. Gut, dann werde ich mal den Oliver jetzt auf die Bühne bitten. Oliver, wie war es bei dir heuer so, das Fotografenjahr? Was waren so deine Highlights? Geschäftlich sage ich, bin ich wieder sehr zufrieden, weil ich habe den gleichen Umsatz ungefähr gemacht wie im letzten Jahr und letztes Jahr war schon ein Rekord. Ja, Highlights, ich will nicht sagen, dass es so viele Highlights gegeben hat, aber es war halt jeder Auftrag an sich sehr spannend.
Was aber ein Highlight war, was du mir jetzt fragst, war meine zwei Vorträge, die ich auf der Foto-Adventure in Wien gehalten haben. Die waren sehr gut besucht und sind sehr gut angekommen. Das motiviert mich natürlich sehr, da im nächsten Jahr wieder dort aufzutreten. Ein Aha-Erlebnis habe ich gehabt, das möchte ich auch noch ganz kurz erzählen. Ich habe heuer, jetzt fotografiere ich seit über 20 Jahren und ich habe heuer zum ersten Mal beschlossen, nicht zu fotografieren. Und die Geschichte, nur kurz zusammengefasst, ist so, also ich lebe in Salzburg, bin heute halt da im Sommer immer sehr viel in den Bergen unterwegs und bin da im Oberpinzgau auf den Bihapper hinaufgegangen. Das ist ein Berg mit 2500 Meter. Und bin dann aber nicht den gleichen Weg wieder hinunter, sondern so einen steilen Graben im weglosen Gelände bin ich halt dort abgestiegen und bin dann, wie das Gelände wieder flacher geworden ist, auf so eine Art Alm gekommen. Ja, ein paar Kühe, weit und breit nichts und plötzlich sehe ich da so ein kleines Holzhütchen. Komme da immer näher hin und stelle fest, oh, da ist ja jemand. Also keine Wege, nichts. Und plötzlich taucht halt auf dieser Almfläche dieses Holzhütterlauf so auf circa 2100 Meter und sind dort Senner. Ein Ehepaar, er Mitte 70, sie Mitte 60. Und die verbringen da den ganzen Sommer dort oben. Und natürlich, ich habe natürlich meine ganze Fotoausrüstung mitgemacht und normalerweise hätte ich 5 Minuten mit denen Smalltalk gemacht und hätte sie dann überzeugt, dass ich sie fotografieren darf. Und ich habe aber dort das Bauchgefühl gehabt, na, das machst du jetzt nicht, weil das zerstört diese nette Atmosphäre, weil da bin ich hinkommen, dem hat gleich was zum Trinken angeboten, der Hund hat sich gleich mit mir angefreundet und ich habe mich dann 1,5 Stunden lang mit ihnen unterhalten und nicht den Gedanken ständig gehabt, boah, also da könnt ihr jetzt super coole Fotos machen, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, na, das passt jetzt nicht. Wie ich dann mich verabschiedet habe, habe ich nur gefragt, darf ich euch mit meinem Handy ein Foto machen? Und das habe ich dann zum Abschied gemacht. Das hat gerade mal 5 Sekunden gedauert. Ich habe mir dann noch die Adresse aufgeschrieben. Ich habe jetzt noch die Weihnachten im Oberpinzgau wieder zu tun und da werde ich das Foto ausdrucken und ihnen dann persönlich vorbeibringen. Aber das war für mich so eine Erfahrung, weil ich gesagt habe, na, jetzt passt das Fotografieren nicht. Und jetzt, ich stelle jetzt nur die Frage an die Community. Habt ihr das Gefühl auch schon mal gehabt, also, oder Karl, du, dass man sagt, ja, wir sind zwar Fotografen und wollen alles verewigen. Und das war halt so zum ersten Mal so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, na, jetzt lasse ich die Kamera im Rucksack. So bei Reisen ist es so, kommt es oft einmal vor, dass man das Gefühl hat, das passt jetzt nicht und man dann kein Bild macht. Also das ist dort ganz normal. Also bei Reisen ist es schon oft so, dass ich dann sage, okay, jetzt passt es einfach vom Gefühl her nicht. In manchen Ja. Ländern wird dann erwartet, dass Geld gegeben wird und dann kann man sagen, okay, wenn ich da jetzt nicht mitmache, dann macht man einfach kein Foto. Oder ja, das natürlich passiert es dann und wann einmal. Aber Oliver, jetzt erzählen Sie mal ein bisschen von deiner Reise. Du hast ja ein paar Bilder mitgebracht. Ja, okay. Wie schon anfangs erwähnt, habe ich letzte Woche mehrere Fotoaufträge in der Hamburger Gegend gehabt und habe mir gedacht, ich nutze jetzt das gleich aus, fahre schon am Mittwoch los und schau mir Dänemark an. Also in dem Land war ich noch nie und das habe ich einfach verbunden und bin losgestartet. Haben wir das dann einmal bei der Planung auf der Karte angeschaut von Salzburg. Ich lebe in Salzburg, sind es 800 Kilometer auf der Straße nach Kopenhagen und das ist mir gar nicht so weit. Ich hab früher, wenn du mich gefragt hast, wie weit ist nach Dänemark, hätte ich gesagt 1500 Kilometer. Und ich bin das natürlich nicht in einem durchgefahren, sondern habe einen Stopp in Magdeburg eingelegt. Das ist in den neuen deutschen Bundesländern und Magdeburg schaut im Sommer so aus, also wenn alles dann blüht und grün ist. Und ich habe das halt im Winter erlebt und habe halt da versucht, so ein bisschen diese Atmosphäre dieser ehemaligen ostdeutschen Stadt, also mit all ihren Bauwerken, ein bisschen zu festzuhalten. Natürlich gibt es da auch in Magdeburg einen großen Weihnachtsmarkt, auf der einen Seite mit viel Obst, aber auch auf der anderen Seite mit so typisch alten Gerichten, die unsere Großeltern noch in Österreich gegessen haben, wie zum Beispiel da Geflügelleber, Innereien oder Grünkohl. Und die Jugend ist natürlich auch aktiv mit der Junge da, das war der Tim, der ist da mit seinem Skateboard gefahren. Und es hat halt geregnet und war halt kalt. Aber wenn man halt dementsprechend gekleidet ist, kann man auch an solchen Tagen fotografieren. Und nach einem halben Tag Magdeburg bin ich dann los und bin dann weiter
Richtung Kopenhagen gefahren. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe da mit Navi halt vom Auto navigiert, es geht immer die Straße dahin. Aber wenn man dann in Deutschland auf die Insel Fehmarn kommt, auf einmal geht da nicht mehr die Straße weiter und man muss mit einer Fähre weiter nach Dänemark übersetzen. Und das war für mich insofern schon mal ein Abenteuer, weil ich bin noch nie mit meinem Auto, mit einem Schiff gefahren. Ihr seht eh da links, da fährt man in den Schiffsrumpf hinein. Also das Heck ist da gerade hochgeklappt und man kann da wie in eine Tiefgarage hineinfahren. Und dann parkt man halt sein Auto da in dem Schiffsrumpf. Ich habe da nicht genau gewusst, steigt man jetzt aus, bleibt man sitzen, aber dann kam gleich die Durchsage, ja, jetzt müssen alle Personen das Autodeck verlassen, weil während der Schiffsfahrt ist das Betreten des Autodecks verboten. Na, ich habe mir gedacht, Fotorucksack umgeschnallt, hinauf aufs Schiff und ich möchte gleich mal, wenn das Schiff aus dem Hafen ist, vorne vom Bug so richtig von dieser Weite der Landschaft ein Foto machen. Ja, leider Pech gehabt. Oben im Passagierdeck kann man nicht den Bug betreten. Naja, und ihr kennt es mir ja eh, wo ein Wille, da ist auch ein Weg. Haben wir gedacht, jetzt gehe ich wieder runter in den Schiffsrumpf und schau mal, ob man diesen Schleusentore, diese elektronischen, noch während der Fahrt öffnen kann und das Autodeck illegalerweise betreten kann. Naja, und es ist trotzdem aufgegangen, dieses elektronische Tor. Und dann bin ich halt da vorne auf diesem Bug von dem Schiff und habe einmal dieses erste Foto gemacht, weil ich gesagt habe, also ich liebe diese monochromen Winterlandschaften, also das Meer und sonst nichts. Also mir gefällt das und das hat halt so eine gewisse Einzigartigkeit. Ich bin dann natürlich da oben am Schiff herumgerannt, der Wind ist gegangen, ein bisschen gerenkt hat es. Und ich war halt der Einzige, der oben da in der frischen Luft herumgelaufen ist. Die ganzen Dänen, die da an Bord waren, sind ins Bordrestaurant und haben dort gut Mittag gegessen, obwohl der Seegang einigermaßen intensiv war. Und ich habe da halt oben meine Fotos gemacht und habe das eigentlich recht spannend gefunden. Ja, dann runter von der Fähre, weiter Richtung auf der Autobahn Richtung Dänemark und Kopenhagen. Und was ich dann gleich mal festgestellt habe, ist, also die Dänen sind Weltmeister im Bauen von Brücken. Also nicht nur, dass sie da diese ganzen Fjorde und Meerengen da überbrücken können, sondern sie bauen auch ästhetisch sehr schöne Brücke. Und da bin ich halt von der Autobahn abgefahren und nur, dass ich da diese Brücke da festhalten kann. Und auch noch einmal eine Brücke. Wunderschön, also diese Wasserlandschaften, wenn man noch nie in dem Land war, also man findet dort hinter jeder Ecke ein neues Motiv. Und ich bin jemand, wenn der seine Reise angeht, ich bin nicht so der detaillierte Planer, also ich lasse mich da so gerne treiben. Das Ziel war Kopenhagen, klar. Und auf der Autobahn hat man halt so Zeit und ich habe halt so einen Podcast gehört und da wurde halt in diesem Podcast diese Brücke erwähnt, die Oise- und Brücke, die von Kopenhagen nach Malmö führt. Das ist die längste Brücke in Nordeuropa und da habe ich sofort auf der Autobahn noch den Schluss gefasst, na, wir fahren jetzt nicht nach Kopenhagen, wir fahren jetzt gleich weiter nach Schweden auch noch und ihm wurde, und dass ich da über diese Brücke, dieses Erlebnis, diese Brücke zu befahren. Das Bild habe ich aus dem Internet. Das ist also diese beeindruckende Brücke. Da in der Mitte ist sie fast 60 Meter hoch. Und ich weiß gar nicht, wie tief da der Meeresboden ist. Also da geht es ganz schön weit hinunter. Die ist insofern ganz ein spannendes Bauwerk, weil man in Kopenhagen startet es durch einen Tunnel, geht einmal unterirdisch durch den ersten Fjord, dann taucht man wieder auf und dann geht über den zweiten Fjord die Brücke drüber und da drüben ist dann schon Malmö in Schweden und zusätzlich wird eine Eisenbahnlinie geführt. Also da ist eine zweispurige Autobahn, also zwei Spuren hin, zwei Spuren zurück und dann geht da noch eine doppelgleisige Eisenbahnlinie und die geht aber dann da nicht über die Brücke, sondern die läuft dann unter dem Fjord wieder in einem Tunnel durch. Das ganze Projekt hat 1 Milliarde Euro gekostet, also unglaublich, was da investiert wurde. Und die Skandinavier sind insofern ein Wahnsinn. Ich habe da ein bisschen recherchiert zu diesem Bau.
veranschlagt wurde 5 Jahre für dieses Projekt. 3 Monate bevor das offizielle Ende war, ist die Brücke fertig geworden und man hat sich exakt an das Budget gehalten. Also wenn man da denkt, wenn da irgendwelche größeren Bauprojekte in Österreich sind, meistens verdoppelt sich das Budget und die Zeit verdoppelt sich nicht, aber um ein Drittel länger. Aber das ist so typisch skandinavisch. Die sind da so akribisch und machen das wirklich genau in dieser Zeit. Ja, 1 Milliarde Euro hat das Projekt gekostet und refinanziert wird das Ganze mit einer Maut. Also einmal drüber fahren, 57 Euro. Ich bin ja zweimal drüber gefahren, weil von Malwe habe ich dann wieder zurück müssen. Also in Summe 114 Euro. Ja, man hofft, dass man im Jahr 2035 dann die ganzen Baukosten wieder refinanziert hat mit diesen Mauteinnahmen. Wenn ich dann in einer neuen Stadt bin, die ich noch nicht kenne, also ich starte meistens, wenn es in der Nähe ist, am Bahnhof und schaue mir mal diesen Verkehrsknotenpunkt an. Und der ist in Malmö unter der Erde und recht schlicht gehalten. Also da links oben, das ist das Ausschnitt. Also ihr seht eh mit Stativ fotografiert, ein bisschen längere Belichtungszeiten, damit alles, was sich da bewegt, also der Zug, der da gerade hereinfährt, auch ein bisschen unscharf ist. Und ich bin ja in Malmö angekommen am Nachmittag, da ist schon finster gewesen, weil da geht die Sonne jetzt um 15:30 Uhr unter. Man, apropos Sonne, ich war jetzt 10 Tage da im Norden unterwegs. Ja, die Sonne habe ich kein einziges Mal gesehen, also es war immer halt bewölkt oder regnerisch. Aber das war halt eine spannende Stimmung und das habe ich halt gern fotografiert. Ja, da eine Kirche in Malmö. Und so schaut es dann im Hafen an, teilweise die alten Gebäude, die schon mehrere hundert Jahre alt sind, gemixt mit dieser modernen Architektur da direkt im Hafen. Ja, also mir gefällt das auch immer wieder, das war ja heute auch schon Thema beim Streetwalk da, also immer diese Mischung aus Spiegelung und dann der Realität. Und wenn halt das Wasser durch den Wind ein paar Wellen hat, dann sind halt diese Spiegelungen so dezent verwischt. Ja, und dann ging es am nächsten Tag am Morgen zurück nach Kopenhagen. Das habe ich um 8 Uhr in der Früh aufgenommen. Das waren so die ersten Fotos, die ich in Kopenhagen fotografiert habe. Ihr seht, da ist noch stockdunkel. Und aber es ist ja nichts los. Also man passt sich irgendwie an diesen Rhythmus Tag, Nacht im Winter in diesen Nordländern an. Und ja, und dann ist halt erst wieder was los auf den Straßen und Gassen, wenn es schon langsam ein bisschen heller wird. Ja, das ist der Tivoli, das ist ja so ein Vergnügungspark mitten im Zentrum von Kopenhagen. Also ich habe da recherchiert. Die Dänen haben vor über 200 Jahren das Konzept Vergnügungspark erfunden. Also viel, viel früher als Walt Disney. Also die haben die ersten Vergnügungsparks gebaut und weil das so ein Erfolg war, hat sich dieses Konzept dann in der ganzen Welt ausgebreitet. Und das ist der Tivoli, ein ganz bekannter Vergnügungspark in Kopenhagen. Ja, und auch hier wieder bin ich gleich wieder mal auf den Bahnhof gegangen. Ein sehr altes Gebäude mit einem Holzdach, ziemlich spannend sich anzuschauen, diese Architektur von diesem Holzdach. Und Weihnachten, meiner Meinung nach, also ich habe da jetzt nicht näher befragt, aber ist halt sehr präsent in diesen skandinavischen Ländern. Also ihr seht eh da ein wunderschön geschmückter Weihnachtsbaum da am Bahnhof. Und wo ich halt auch gesehen habe, dass die Dänen einen ziemlich hohen Nationalstolz haben, ist, also da waren jetzt sicher 50 dänische Flaggen auf der einen Seite vom Bahnhof und auf der anderen Seite das Ganze noch einmal. Da sieht man halt, wie stolz die Einwohner auf ihr Land sind. Apropos Land, es leben circa 5 Millionen Dänen da auf mehreren Inseln verteilt und 2 Millionen leben, also fast die Hälfte in der Stadt Kopenhagen. Ja. Und dann besucht man natürlich Kopenhagen, das Wahrzeichen der Stadt. Und zwar ist es die kleine Meerjungfrau, die ist ein bisschen außerhalb von der Stadt, bei der Einfahrt zum Hafen. Und die kleine Meerjungfrau wurde zu Ehren des Dichters Hans Christian Andersen dort aufgestellt. Der Hans Christian Andersen ist also ein ganz berühmter dänischer Dichter, lebte so von 1800 irgendwas.
Und der hat diese ganzen bekannten Märchen, die wir alle kennen, geschrieben, wie der Däumling, des Kaisers neue Kleider, der standhafte Zinnsoldat oder das sässliche Entlein geschrieben. Der ist da ganz berühmt. Seine Märchen wurden, weiß ich nicht, auf 180 verschiedene Sprachen übersetzt. Also die ganze Welt kennt diese Märchen. Und wenn Sie jetzt dieses Foto anschaut, es ist noch immer recht dunkel, obwohl es da schon Vormittag war. Also Sonnenaufgang, ich habe es da extra rausgesucht, 8:30 Uhr, Sonnenuntergang um diese Jahreszeit um 15:30 Uhr. Aber es bleibt bis 11 Uhr Vormittag so dämmerig und so ein Morgengrauen. Also ich habe das richtig bewusst gemerkt, ich habe ständig müssen mit ISO 400, 600 ganz offenblendig und mit einer Belichtungszeit von einem Fünfzigstel oder Vierzigstel fotografieren, weil noch immer am Vormittag noch immer so wenig Licht da ist, weil es erst dann ab 11 Uhr hat es dann so Lichtverhältnisse wie bei uns heute halt im Winter, wenn es bewölkt ist, so um 9 Uhr. Also da merkt man, dass man schon ziemlich weit im Norden ist und typisch für diese Jahreszeit, also kalt, windig und halt immer wieder Regen. Und das ist jetzt so von den Lichtverhältnissen, also so, also das Bild habe ich jetzt nicht bearbeitet, so ungefähr schaut es aus, also eher dunkel und eine bläuliche Lichtsituation in der Stadt. Ja, und diese arme kleine Meerjungfrau, also das habe ich auch erfahren, hat auch mehrere Anschläge erlebt. Also zweimal hat man ja den Kopf abgeschnitten, Farben hat man sie besprüht und sie wurde sogar einmal von diesem Felsen weggesprengt, aber man hat immer wieder diese Original-Gipsmaske genommen und die Figur immer wieder neu, also aufgebaut. Die ist jetzt dort schon mehrere, also 110 Jahre gibt sie jetzt schon, diese Figur. Und das ist wirklich anscheinend das Wahrzeichen der Stadt, weil ich war dort, ich schätze um 9 Uhr in der Früh, in ganz Kopenhagen war nichts los, aber dort war die Hölle los. Also da rennen dann diese ganzen Touristen hin und wollen halt ein Selfie machen mit dieser Meerjungfrau. Also das Bild und das Bild, das habe ich ja aus dem Netz, weil ihr seht eh, da scheint die Sonne und wie dort war, war ja da gar keine Sonne. Aber so, egal wie das Wetter ist, da ist immer was los auf diesem Spot da in Kopenhagen. Dann im Hafen sind natürlich einige größere Schiffe auch festgemacht, sowie dort liegt auch vor Anker die königliche Yacht. Das ist ein Schiff mit 80 Meter Länge, betreibt die königliche Familie. Also sie ist dann immer da unterwegs und im Winter war sie halt nicht dort vor Yacht, vor Anker. Nehmen wir mal an, die sind jetzt irgendwo im Süden unterwegs mit dieser Yacht. Also das ist ein Schiff mit 80 Meter Länge, 60 Personen Besatzung. Also da kann der dänische Steuerzahler schon einiges hinlegen für dieses Schiff. Aber dieses Schiff, das wurde 1930 gebaut, war im Zweiten Weltkrieg ein Lazarettschiff und da wurden diese ganzen königlichen Gemächer als Lazarett genutzt. Ja, und in der Stadt sieht so aus, also was so typisch für Kopenhagen ist, sind diese bunten Gebäude, also gelb, orange und dieses zart rot. Da versucht man halt so ein bisschen in diesen langen Winternächten ein bisschen eine Farbstimmung und ein bisschen eine Freundlichkeit in die Stadt hineinzubringen. Und was mir besonders gut in Dänemark gefallen hat, war die moderne Architektur. Also diese Kombination aus dieser historischen Altstadt plus diese moderne Architektur, teilweise im Hafen. Also das da zum Beispiel ist das Königliche Theater und da, das ist die Königliche Oper. Also ich war schwer beeindruckt, hätte nicht gerechnet, dass da in Dänemark das so ein Hotspot ist für moderne Architektur. Und ihr seht eh, da habe ich so ein Panorama vom Hafen. Ich war da mit einem Schiff im Hafen, so eine Hafenrundfahrt unterwegs. Und ihr seht eh, da wird noch eifrig gebaut. Das sind so Luxuswohnungen, die da entstehen mit Blick auf den Hafen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also diese skandinavische Architektur, diese Schlichtheit, was man auch bei den Brücken sieht. Also mir gefällt das ganz gut. Und wer natürlich sagt, er möchte dieses traditionelle alte Kopenhagen sehen, also es führen dann Kanäle durch die Stadt, die kann man dann mit so einem Rundfahrtschiff betreiben. Und ihr seht eh, es hat geregnet. Ich war einer der wenigen, die da im Freien waren und die Fotos gemacht haben. Alle anderen haben diese Glasdächer von diesem Aussichtsschiff zugezogen, damit sie halt schön im Warmen sitzen.
Ja, und Weihnachten ist in Skandinavien meiner Meinung nach ein ziemlich großes Thema. Also ihr seht eh, da dieser Weihnachtsmann, den habe ich natürlich gefragt, ob ich ihn fotografieren kann. Der hat natürlich gesagt, jederzeit gerne. Da im Zentrum findet man dann auch das Reindeer Rudi, sagt man dazu. Und natürlich war dort auch dann auf diesen Märkten, auf diesen Weihnachtsmärkten, da ein Wikinger, der hat da gerade für irgendein Schwert was geschmiedet. Also sehr spannend zuzusehen. Also dieser Mann ist ein typischer Wikinger, so stellt man es ihn halt vor. Ein Oberarm, so wie mein Oberschenkel, 1,90 groß und circa 120 Kilo bestehend nur aus Knochen und Muskeln. Ja, also wenn der im Finstern entgegenkommt mit einem Schwert, na dann rennst natürlich gleich davon. Ja, das sind die Wikinger aus Dänemark. Ja, und es gibt da mitten in Kopenhagen auch ein traditionelles altes Kaufhaus, wo man absolut alles bekommt. Also das ist das Magnussen D. Nord. Ja, gehört in der Zwischenzeit nicht mehr zu Dänemark, nämlich Pieck und Glockenburg aus Düsseldorf hat diese Kette gekauft, betreibt sie aber eins zu eins weiter. Und was ich dann dort gesehen habe, also man kauft dort zum Beispiel sein Weihnachtsgeschenk, löst dann bei seinem Ticketschalter eine Karte und dann kann man sich da sein Weihnachtsgeschenk einpacken lassen. Und die Dänen, also das habe ich da beobachtet, sind da irrsinnig diszipliniert. Also die stellen sich da in aller Ruhe an. Die Schlange war echt lang. Also ich kam nie auf die Idee, auf dieser Schlange da anzustellen, nur damit mein Weihnachtsgeschenk eingepackt wird. Und die drei Damen, die da eingepackt haben, die haben auch keine Hektik gehabt, die haben nur so recht gut sich unterhalten mit den Leuten da. Also eine Wartekultur haben die Dänen, das habe ich festgestellt. Das hat man dann auch gesehen beim Eingang, beim Tivoli. Also da war die Schlange noch mehrere hundert Meter lang, aber die haben halt dort alle dort gewartet. Die Kinder sind im Kinderwagen gesessen, gekränkt hat es, kein Menschen hat es gestört, keiner hat einen Schirm gehabt, alle waren da irgendwie mit Regenjacken unterwegs und alles war perfekt. Ja, und auch ein Luxushotel da in Kopenhagen, was da recht witzig winterlich dekoriert hat. Also das ist natürlich keine echte Eiszapfen, das ist also Dekomaterial und sie haben auch da diesen wunderschönen Balkon da sehr weihnachtlich und winterlich dekoriert, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und wenn man dann den ganzen Tag durch dieses kalte, windige, regnerische Kopenhagen läuft, dann braucht man irgendwann einmal ein Getränk zum Aufwärmen und dann trinkt man natürlich ein typisch dänisches Bier und das ist das Carlsberg. Da haben es zwei Sorten. Ja, hat mir sehr gut geschmeckt. Im Vergleich zu unserem Bier ein bisschen mehr auf bitteren Seite, aber ich finde, wenn es da so einen ganzen Tag im Wind und im Regen draußen herumrennst, dann ist der kalt und das Gesicht ist vor diesem Wind gegerbt, dann ist das genau das richtige Getränk. Ja, aber in Dänemark, also da musst du ein bisschen Taschengeld mitnehmen, wenn du regelmäßig Bier trinken willst, weil das ist zwei bis dreimal so teuer wie bei uns. Aber bei so einer Reise gönnt man sich halt gerne was. Ja, und ich bin dann nach einem Tag in Kopenhagen noch am Abend weitergefahren und wollte dann über den Landweg zurück nach Deutschland, also das heißt Kopenhagen, und bin dann da über das Land da, diese zwei Inseln sind mit einer langen Brücke wieder verbunden, auch wieder schwer beeindruckend. Bin dann da am Abend noch bei Odensee vorbeigefahren, dort habe ich dann auch übernachtet. Odensee, das ist diese Ortschaft, wo der Dichter Christian Andersen geboren und aufgewachsen ist, gelebt hat er dann sein Leben lang in Kopenhagen, wo er dann diese ganzen Märchen auch verfasst hat. Und in der Früh bin ich dann weiter und habe mir gedacht, jetzt schaue ich mir nochmal die Ostsee an. Und einfach aus einem Bauchgefühl aus bin ich da bei diesem Fjord, bei Mittelfahrt, das ist also eine kleine, liebe Ortschaft, einfach abgefahren von der Autobahn und bin in den Hafen. Und dann war das da ein ganz entzückender kleiner Hafen da. Also früher Fischerhafen, ja heute fahren da ein paar so kleine entzückende Ausflugsboote durch die Gegend. Und dann habe ich natürlich wieder diese beeindruckende Brücke fotografiert und dann ist da eine Möwe geflogen und das ist eine Möwe nur. Also auf dem Foto sieht man jetzt sechs Möwen, aber ich habe die Kamera einfach in der Hand gehabt, habe einfach das erste Foto gemacht, da war die Möwe da, dann habe ich sie weiterfliegen lassen und habe halt sechsmal abgedrückt. Ja, und dann muss man nur mehr diese sechs Fotos in Photoshop
miteinander verbinden. Und der erste Schritt ist, man lädt also mal diese Fotos in Photoshop, einfach reinladen, gibt sie dann übereinander, dass man diese sechs Ebenen einfach als Ebenenstapel hat. Und dann findet man im Menü Bearbeiten, Ebenen automatisch ausrichten, eine Funktion. Wenn man diese Funktion aufruft, dann macht Photoshop automatisch, überlegt die Bilder genau übereinander. Eben aus der Hand fotografiert, da waren natürlich die nicht deckungsgleich wie bei einem Stativ. Und Photoshop legt die dann einfach deckungsgleich übereinander. Und als nächstes habe ich dann einfach mit einer Ebene und mit einer Maske jeweils die einzelnen Bilder von der Möwe zusammengebracht, damit dann auf einem Bild diese sechs Vögel zu sehen sind. Also in dem Fall war es ja nur eine Möwe. Also das ist jetzt ein heißer Tipp von mir, wenn Sie mehrere Fotos habt, die ein bisschen variieren, nutzt diese Funktion Ebenen automatisch ausrichten und Photoshop macht es für euch. Ja, und dann im Hafen ein alter traditioneller Hanker. Also dieser Anker würde, glaube ich, sogar einen Flugzeugträger halten, so massiv war der immer da bewusst dazugestellt, damit man überhaupt die Dimension erfasst für diesem Anker. Ist jetzt mehrere hundert Kilo schwer und in diesem Hafen war natürlich wieder kein Mensch unterwegs und ich habe mich halt dann ein bisschen mit mir selbst beschäftigt und habe mir halt bewusst ein paar Motive gesucht, also ihr seht, diese Einsamkeit, dieses kühle, regnerische Wetter. Ich wollte halt einfach da diese Stimmung ein bisschen festhalten. Und ihr seht, da eine hochmoderne Hängebrücke und auf der anderen Seite, die wieder zwei Inseln verbindet, ältere Brücke mit einer Fachwerkskonstruktion. Ja, und was mir in Dänemark auch sehr gut gefallen haben, auch die Schiffe bekommen dort eine Weihnachtsdeko. Und das finde ich schon sehr entzückend, weil als Binnenländer hat man ja wenig mit Schiffen zu tun und das hat mir dann sehr gut gefallen. Auch die Fähre, mit der ich übergesetzt bin nach Dänemark, die war innen ganz weihnachtlich dekoriert. Also habe ich als spannende Kombination empfunden. Also Meer, Schiff und Weihnachtsstimmung. Und ich habe halt da versucht, ein paar so stimmungsvolle Bilder zu fotografieren. Und was ich dann noch entdeckt habe in dem kleinen Hafen, es gibt da ein kleines Unternehmen, der Chris Domino Larsen, der restauriert alte, traditionelle Holzschiffe. Ich habe da ein bisschen auch bei seinem Gelände fotografiert. Also ihr seht, er lagert da diese dicken alten Eichen, Bretter frisch vom Sägewerk und mit denen werden dann diese alten Schiffe wieder restauriert. Und ich habe da sogar einen Aushang gefunden, wo dann auf Englisch erklärt wurde, also einige seiner restaurierten Schiffe wurden sogar von der UNESCO geschützt. Also das heißt, der hat die restauriert, hat dann eine Probefahrt damit gemacht und die wurden dann einfach in ein Trockendock gestellt und für die Ewigkeit dort konserviert, weil die dann wieder so schön restauriert waren. Und diese Schiffe sind teilweise 200 bis 300 Jahre alt. Also die haben keinen Motor mehr, nur Segeln. Ganz toll, wie der da arbeitet. Also ich habe richtig große Lust, einmal den Herrn anzurufen und sagen, ich würde gerne mal noch einmal bei Ihnen vorbeikommen und da so 2 Tage ihn oder 3 Tage lang bei der Arbeit begleiten, wie er da mit seinen Leuten da diese alten Holzschiffe restauriert. Wäre meiner Meinung nach ein tolles Fotoprojekt. Ja, und dann ging es weiter. Also ich war da in Mittelfahrt, weiter Richtung Süden, weil ich mich dann wieder schon langsam zurück müssen nach Hamburg, weil am Montag ging es dann los mit dem ersten Fotojob in Hamburg. Habe dann noch in Flensburg einen Stop eingelegt und mir dann auch noch Kiel angesehen. Und dann nach den Fotojobs in Hamburg bin ich dann noch einmal 3 Tage da auf der deutschen Ostseeküste unterwegs gewesen. Sehr schön, also hat mir wirklich gut gefallen. Und wenn Sie euch die Fotos anschauen möchte, was ich dann auf der deutschen Ostseeküste erlebt habt. Also ihr braucht es nur schauen, auf Facebook findet ihr da ein paar Reiseberichte unter Bader Images und bei LinkedIn, also wer auf LinkedIn ist, findet da ein paar Reisefotos unter Oliver Bader. Oliver, Ja, Karl. danke einmal, gell? Cool, coole Reise. Wirklich richtig, richtig toll. Ja, es ist jetzt
irgendwie arg, das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht vor der Tür. Ich habe mich in der letzten Zeit relativ viel mit ChatGPT auch befasst, also mit Textgenerierung, auch das Sprachmodell dahinter. Habe mir jetzt auch einen Midjourney-Account geholt und bin jetzt habe ich mal so ein bisschen die Möglichkeit, zu Weihnachten auch zu testen, um mir das mal anzuschauen. Ja, das ist sehr, sehr spannend, was da auf uns zukommt. Und werden wir sicher nächstes Jahr dann auch dazu berichten. Ich meine, Photoshop mit den vielen Möglichkeiten ist ja sowieso schon auch mit KI sehr stark kooperiert, wo es sehr viel gibt. Also das wird sicher nächstes Jahr ein großes Thema werden. Karl, entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche. Seit die KI in Photoshop eingeführt wurde, wo es also irrsinnig leicht ist, aus einem Bild schnell mal eine Person wegzuretuschieren, seitdem fotografiere ich anders. Also du Weil fotografierst und denkst, retuschierst dann früher raus, war oder? so, na, das Motiv bringt es jetzt nicht, weil sonst müsste ich 2 Stunden Personen wegretuschieren, mache ich das Foto nicht. Und jetzt sage ich, ah, jetzt mache ich das Foto, weil in einer Minute sind die 3 Personen, die mich da stören, weg. Mit der KI und jetzt, also ich habe meinen Fotografierhythmus ein bisschen verändert, sogar durch das. Na, interessant, aber ich werde trotzdem versuchen, möglichst clean zu Ja, bleiben. natürlich, also da gebe ich dir vollkommen recht, also ist das natürlich die sauberste Fotografie, aber ich gebe es offen zu, also. Ja, natürlich, ja, man muss einfach die Möglichkeit nutzen. Ich möchte vielleicht auch noch was zeigen, und zwar, wir haben jetzt nämlich auf der Webseite ein bisschen was gemacht, die Möglichkeit geschaffen, hier bei Kursen einen Rabattcode einzugeben. Und zwar, wenn ihr nämlich so wie heute die Chance habt, einen Rabattcode zu ergattern, dann kann man nämlich einmal einen Kurs buchen und ihr habt jetzt einen kleinen Weihnachtsgutschein für euch vorbereitet. Den poste ich einmal hier in den Chat hinein. Der Rabattcode lautet FC 191223 und ist einlösbar bis zum 31.12. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Code eingebt und ihr einen Kurs bucht, könnt ihr euch diesen Rabatt gerne holen. Der Gutschein gilt dann nachher nicht mehr. Das heißt, also wir haben das jetzt auch zeitlich beschränkt, weil wir eben wollen, dass das zeitlang geht. Nur so als kleine Zusatzinformation. Ich sage einmal ein ganz, ganz herzliches Aber Dankeschön. Karl, ich finde, Ja. das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk an unsere treuen Zuhörerinnen Genau, und das ist Zuhörer. auch der Sinn der Sache. Denn die Idee ist einfach, euch manchmal zu belohnen, weil ihr schon so lange dran bleibt und da überall dabei seid. Und da wollen wir euch gerne, gerne helfen und euch natürlich auch ermutigen, das eine oder andere zu buchen. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachten und guten Rutsch und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann im neuen Jahr wiedersehen. Also es macht wirklich großen Spaß und die Ideen gehen uns nicht aus. Also wir werden da noch euch einige Neuigkeiten auch dann nächstes Jahr wieder präsentieren. Also mal frohe Weihnachten, guten Rutsch und alles Liebe. Gell? Ich freue mich schon aufs neue Jahr, wenn wir uns wiedersehen. Ciao!